Hallo Toni. Hallo. Hast du einen zweiten Vornamen? Nein, habe ich nicht. Du bist der Kassenwart der Mannschaft. Von wie vielen Spielern gibt es Daueraufträge? Oh, schwierig zu sagen, aber wir haben noch ein paar Experten, die ich allerdings nicht verraten werde. Granit fehlt jetzt leider mit seinen gelben und roten Karten, aber wir werden schon jemanden finden. Was kannst du besser als jeder andere in der Mannschaft? Ich glaube, grätschen. Was war dein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Mein schlimmstes Weihnachtsgeschenk? Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil mir sind Geschenke relativ egal zu Weihnachten, auch zum Geburtstag. Wir feiern das nur im Familienkreis und es ist viel wichtiger, dass die Familie zusammenkommt als Geschenke. Was war das schönste Schimpfwort, das du jemals in einem Stadion gehört hast? Das schönste Schimpfwort? Das war in Darmstadt, glaube ich. Das war kein richtiges Schimpfwort, aber da haben die Fans gesungen, ihr seid nur Auswechselspieler. Da muss man ein bisschen lachen, muss ich sagen. Das war schon Auszeichnung und Beschimpfung zugleich. Das letzte Konzert, das du besucht hast? War erst letzte Woche Vienna im verbotenen Land Köln. Schon mal im Fanshop gefragt, wie oft das Trikot mit der 24 verkauft wurde? Nee, also ich habe mal vor ein paar Jahren, wo ich noch ganz junger Spieler war, mal gefragt, weil der Erik Schaaf dort ein Praktikum gemacht hat. Er hat gesagt, es wurden zwei verkauft, eins hatte ich gekauft und seitdem habe ich es gelassen. Wer hat das andere gekauft? Na, ich habe keine Ahnung. Worin warst du in der Schule richtig schlecht? Richtig schlecht war ich in Biologie. Beim ersten Mal Jojo-Test schon geahnt, was auf dich zukommt? Also ich finde das alles nicht so wild, weil wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und wenn du nicht mehr kannst, kannst du nicht mehr. Deswegen ist das mir relativ egal. Welches Fanlied kannst du mitsingen? Ich glaube, die F von Niederrhein kann so ziemlich jeder mitsingen. Also zumindest die, die länger wie 2 Jahre hier sind, sollten das schon können. Die Fans rufen dich Fußballgott. Was müsste der Fußballgott mal dringend beichten? Boah, was für eine Frage, ey. Du hast auch viel Zeit gehabt, um die Dinge auszudenken. Auch keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist das Fußballgott eine schöne Auszeichnung von den Fans. Dankeschön. Bitteschön.